Ich muss so tun, als ob es so etwas gibt wie mein Leben, meine Existenz, meine Beziehungen, meine Umwelt, mein Besitz, mein Wert, meine Arbeitskraft. Ich als ich werde dazu sozusagen veranlasst oder gezwungen. Oder ich habe gar keine andere Wahl. Sobald ich als ein Ich scheinbar einige Zeit verbringen darf, muss ich dieses Spiel spielen von meinem Leben, meinen Ängsten, meinen Freuden. Auch wenn ich einen spirituellen Weg der Entsagung gehen will und ich entsage mich des Besitzes und des Körpers und des Geistes und aller Vorstellung von mir selbst, gibt es scheinbar doch noch einen, der das nötig hat, sich zu entsagen. Oder den anderen Weg der vollkommenen Akzeptanz und Umarmung. Ich umarme alles, ich akzeptiere alles, alle Gefühle und alle Emotionen, alles, was je zum Akzeptieren ist, alle Probleme und so weiter, alle Veränderungen. Und trotzdem bedarf es immer noch einen, der diese Akzeptanz braucht. Ja, wer kann es anders sein als ein mangelhaftes Ich? Eine Erscheinung, die sich immer selbst beweisen muss. Ja, das ist doch lustig, weil es ja gar keinen anderen Weg gibt als keinen Weg. Ich meine, natürlich, wenn ich gar nicht anders kann, als zu müssen, als frei sein zu müssen, im völligen Unentschieden sein und ich nur noch für das, was ich nicht mag und das Problem, das mit dem Besitzdenken einhergeht, wenn ich mich nur noch selber dafür verantwortlich machen kann, dann kann ich nur sagen, Mann, dumm gelaufen, so schön dumm war ich ja schon fast immer, außer in der Zeit, wo es mich ja noch gar nicht als Person gab. So mit ganz klein Kind oder so, wo ich noch nicht mal dachte, ich bin ein Kind. Und dann willkommen im Club der Idioten, der Erwachsenen oder der Jugendlichen oder was auch immer. Dann werden die verrücktesten Spiele gespielt und die Sehnsucht treibt dich zurück zu dem, was du vor allen Ideen bist, vor allen Erfahrungen, vor allen Eindrücken. Und dann siehst du, dass es gar keinen Getriebenen gibt, sondern der nur ein Treibholz ist, das sich wieder in etwas anderes transformieren wird. Und du bist der sogenannte Urgrund, der nicht ergründbar ist durch irgendeinen Verstand oder ein Verständnis oder ein Erkennen. Ja, bla, nicht zu greifen, diese Freiheit, dieses Leben, auch wenn alles vergeht und wieder neu steht. Hm.